Die Protestwelle wird immer größer in Deutschland. Nach den Landwirten streiken jetzt auch noch die Fischer. Denn was die Landwirte nun doch nicht mehr zahlen müssen, wird zum großen Teil auf die Fischer umgelegt. Moin hier aus Hamburg zu den 90 Sekunden News. Und zwar, wie die Bild-Zeitung hier berichtet, Wutfischer schließen sich Bauern an. Aus Protest gegen die Kürzungen haben Fischer am Freitag im Fischereihafen von Büsum die Hafeneinfahrt blockiert und ein gemeinsames Subkonzert mit den Landwirten veranstaltet. Um Planungssicherheit zu erhalten, fordern sie mehr Anerkennung und Unterstützung von der Politik. Die Protestwelle in Deutschland wird immer größer und die Fischerinnen und Fischer wollen ein Zeichen setzen, dass sie nicht länger als Bauernopfer betrachtet werden. Fischer, Landwirte, Protest, Politik, Planungssicherheit, Kürzungen, Förderungsgelder, Sperrwerk, Hubkonzert, Zeichen, emotional. Mein Name ist Francisco und falls ihr neu auf dem Kanal seid, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, das Glöckchen drückt, einen Daumen nach oben lasst und wie gesagt, kommentiert doch einmal, was haltet ihr von die Bauern streiken, die Fischer streiken, wie geht's weiter, bleiben die Regale leer, was glaubt ihr? Bis zum nächsten Video. Bis dann sage ich Tschüss.